Jetzt hat sich noch der Gesundheitssprecher der SPÖ zu Wort gemeldet, der Kärntner Philipp Kucher. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Kollege Amesbauer, du hast dich jetzt wortreich beschwert und hast gesagt, es ist eine Themenverfehlung, weil es geht ja nicht um Pro und Contra Impfen, um dann selbst wortreich Pro und Contra Impfen deine Meinung zum Besten zu geben. Und schon sehr, sehr intensiv jetzt. Ich möchte nur grundsätzlich, weil wir die Debatten hier im Corona-Management ja jetzt viele Monate schon führen, ein paar Dinge noch klarstellen. Wir haben am Beginn der Krise immer gesagt, das Wichtigste in der Krise ist das Vertrauen der Bevölkerung. Dass wir die Krise miteinander meistern und dass die Maßnahmen der Regierung evidenzbasiert und unter breiter Einbindung der Wissenschaft erfolgen. Und ich sage sehr offen, Kollegin Schwarz wird das mitbekommen haben, ich war nicht glücklich darüber, wo Sebastian Kurz gesagt hat, man muss Menschen anlügen und sagen, dass Oma und Opa vielleicht sterben werden und 100.000 Tote, weil wir natürlich auch wissen, dass angsteinjagende Menschen vielleicht kurzfristig funktioniert, aber langfristig wird dadurch Vertrauen kaputt gemacht. Das haben wir miteinander kritisiert, dass es eben, wenn man Menschen Angst macht und Unwahrheiten erzählt, na, das Vertrauen verloren geht. Das haben wir miteinander auch erlebt und das war ja auch ein Feedback in einem Hearing des Gesundheitsausschusses, wo Ärzte gesagt haben zu uns, sie haben deswegen den Krisenstab verlassen, weil inzwischen mehr Marketingmitarbeiter von Sebastian Kurz plötzlich drinnen gesessen sind und die mehr zu reden gehabt haben. Die Experten sind hier gesessen in dem Haus und dann gesagt, sie sind rausgegangen, weil die Ärzte weniger zu reden gehabt haben plötzlich wie die PR-Experten von Sebastian Kurz. Aber regen Sie ihn nicht so auf, es ist ja leider so, dass es da zwei Seiten inzwischen gibt. Du hast auf der einen Seite die ÖVP, die versucht, so eine Art Krisenmarketing zu machen, wo der Sebastian Kurz versucht, die Krise zu nutzen. Und was jetzt leider auch von der FPÖ gekommen ist, so geht es halt dann auch nicht. Es gibt auch genug Punkte leider, wo Österreich schlecht durch die Krise gekommen ist, wo die Regierung wirklich viel kaputt gemacht hat, nicht deswegen, weil sie es nicht besser können, sondern weil Marketing und Inszenierung wichtiger war als Krisenmanagement. Aber deswegen, dass die Freiheitlichen dann, als ob das nicht schon reichen würde, die Kritik, die Wahrheit nicht schon schlimm genug wäre, dass ihr dann noch Geschichten druckt und irgendeine Corona-Geschichten und Impfgeschichten, also was der Kollege Hauser da erzählt hat, Fantasiezahlen, wo man glaubt, er ist der Impfexperte sozusagen weltweit, dieselbe Geschichte, die ich bei Kurz und Schrampe kritisiert habe, dass sie gesagt haben, wir brauchen keine EMA für die Arzneimittelzulassung. Das machen wir gleich aus Österreich. Die Frau Schrampe hat gesagt, das ist alles viel zu bürokratisch. Ich meine, die kennt sich da aus. Aber dass ihr jetzt den gleichen Weg geht und sagt, ob eine Impfung gut ist oder nicht, das entscheidet der Herr Hauser, das ist doch bitte kein solider Zugang. Und das verunsichert natürlich die Bevölkerung. Ja. Und leider sind wir so weit. Du hast die Polarisierung von Sebastian Kurz, der Gott und der Welt erzählt, er ist der Messias und der große Krisenmanager, der uns durch diese Krise gebracht hat. Und auf der anderen Seite hast du dann die Freiheitlichen, die mit Halbwahrheiten, Unwahrheiten und irgendwelchen Impfverschwörungen hantieren. Bitte wirklich, hört doch damit auf. Es geht um die Gesundheit der Menschen. Schauen wir, dass wir rauskommen aus dieser Krise und dass wir in Österreich wirklich wieder einen guten Weg gehen können, dass die Menschen wieder Arbeit haben, dass wir endlich diese Corona-Krise hinter uns lassen. Na, und es gibt genug Kritik, die ihr auch an die ÖVP richten könnt. Sebastian Kurz hat viel kaputt gemacht, aber da braucht man keine Verschwörungstheorien.